Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Digital Bagger Simulator in den Retro Games. So, wir haben das letzte Mal Sandkisten für den Spielplatz gemacht und jetzt bin ich zwischen den zwei Aufträgen. Bekommen wir gleich viel? Machen wir den hier. Dafür bekommen wir 1000 Euro und wir haben 10 Minuten Zeit. So. So, dann fahren wir mal die größere Schaufel holen. Und ja. Wenn euch natürlich die Folge wieder gefällt, schreibt gern einen Kommentar. Ob es euch gefällt und ob ich weiter so machen. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, welches Game wir uns anschauen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben als Empfehlung. So, die große Schaufel anhängen. So, dann wollen wir mal schauen, wie das geht hier. Schild runter. Dahin geht's. Hafen kleiner machen. So. So, hier ausheben. So. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir so weitermachen sollen, wie es jetzt auf dem Kanal aussieht mit den Videos, ob so ein Upload so passt für euch. Wenn es nicht passt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann schaue ich, wie ich das ändern kann. Und ja, verwechsel das immer, ich weiß nicht warum. So, das erste Loch ist bald fertig. So, das war die letzte Schaufel. Okay.
So. So, das Loch auch. So, passt's. So. Das noch und ja. So. So. 31% haben wir schon und das geht ja schnell mit dem Controller. Das ist nicht das Problem. Wenn ihr noch coole Spiele habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Da schaue ich mir die natürlich an. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann like das Video, schreibt ein nettes Kommentar runter und ja, dann freue ich mich natürlich und weiß natürlich, es gefällt euch. Und ja, eine kurze Info, wir stehen ja bald knapp vor die 100 Abos und als Danke für die 100 Abos verlose ich zu den 100 Abos ein 25 Euro Paysafe Gutschein. Also wenn wir die 25 Abos geknackt haben, dann tippe ich die ganzen Abonnenten in einen Generator ein und dann wird er ausgelost und da bekommt dann die 25 Euro Paysafe zugeschickt von mir. Aber man muss Abonnent des Kanales sein, damit man an dem Gewinnspiel teilnehmen kann. Ja, das wollte ich nur als kurze Info erwähnen. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. So, jetzt sind wir fertig. Ich drück wieder wie bekloppt X. Aber da passiert ja wieder nichts. Das legt anscheinend hinterher. Ah, jetzt geht's. So, ein Stern, 1022 Euro. Dankeschön. So, dann, was nehmen wir als nächstes? Geschäft. Dann schaue ich kurz, was wir für Sachen hier haben. Hier haben wir ja alles. Da müssen wir noch sparen. Da machen wir das schnell. Das hat nur 5 Minuten. Das geht sich dann schön für das Video aus. Oder für das Let's Play, wie man es nennen mag. Und ja. So, dann machen wir mal das Schild runter. Da müssen wir noch was wegnehmen. Das war, glaube ich, zu viel, aber wir sind im grünen Bereich und ja.
So, dann haben wir den Auftrag auch bald abgeschlossen. Dann da noch. Da bin ich da eh schon wieder zu tief. Habe ich schon gedrückt, das leckt irgendwie nach. Ich weiß nicht, warum man das jetzt wieder nicht abschließt. Aber naja. So, machen wir das zu hier. Ich glaube, das Spiel verkraftet nicht, wenn ihr auf die höchsten Einstellungen spielt. Aber naja. Was wollen wir machen? Mach doch, beend doch das Spiel. Oder die Mission, wie man es nennen mag. Hallöle. Mach doch. Ich weiß nicht, warum wir das. So, jetzt kannst du es aber wieder. Beenden das Spiel. X, ich drücke wie bekloppt X. Warten wir, bis die Mission vorbei ist. 5 Minuten haben wir dafür Zeit. Ich drücke die ganze Zeit X, aber passiert ja nichts. Hallo. So, wir sind fertig, kannst X machen. Hallo, X. Es passiert einfach nichts. Hallo, X. Was ist denn jetzt? Hallo, X. Naja, so, meine lieben Freunde, ich werde das natürlich fixen dabei, damit wir uns in der nächsten Folge gleich um die nächste Mission bemühen können. So, falls euch das Video gefallen hat, das Like nicht vergessen, schreibt einen Kommentar und vergesst natürlich nicht auf das Gewinnspiel. So, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Let's Play vom Digital Parasimulator. Ciao, haut rein und tschüss.